So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ich bin Kitchen und das ist der Ramses, wie ihr um mich herum seht. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet und zwar gab es letztens die Original Wagner Big City Pizza Budapest. Also hoffe ich zumindest, dass es das gab, weiß ich nicht. Die habe ich irgendwie vor einem halben Jahr oder so gesehen, habe die gefilmt, habe die gegessen. Entweder kam das Video schon längst online oder es liegt noch auf dem Rechner. Wenn das noch auf dem Rechner liegt, passt das. Dann kann ich nämlich demnächst das Budapest-Video hochladen und gleich Teil 2 dazu, nämlich Rom. Guckt euch das an. Der nächste Teil der Big City Pizza-Reihe nach Budapest kommt Rom. Wir haben auch noch Sydney am Start, aber heute geht es nicht um Sydney, heute geht es um Rom. Was Rom drauf ist, können wir uns auch mal angucken. Dafür nehme ich euch mal in die Hand. Ich mache mal kurz den hier. So. Big City Pizza. Yeah. Einfach 10 Sekunden stehen bleiben und nichts machen für das Thumbnail. Hier steht nämlich Rom. Inspired by Rom. Mit Peperoni Salami, Tomatoes, Basilsoße, Mozzarella und Perconi-Cheese, was auch immer. Was ist Basilsoße? Wir haben da bestimmt noch was Deutsches hinten drauf. Verwandel dich in einen Gladiator. Scan den Code auf der Vorderseite der Verpackung und los geht's. Funktioniert mit deiner Instagram- oder Facebook-App und ab Android 5.0 oder iOS 9.3.5. Jo, wenn ihr das machen wollt, ne? Was für ein Code überhaupt? Achso, auf der Vorderseite. Genau, scan den Code und werd ein Gladiator. Was ist da jetzt aber drauf? Zerkleinerte Schältomaten, schnittfester Mozzarella, Peperoni Salami und mehr. Also mehr, was jetzt direkt heraussticht, was man vorlesen kann. Was ist also. Was ist Basilsoße? Wenn ihr wisst, was Basilsoße ist, schreibt das mal in die Kommentare. Die Pizza Budapest ist natürlich richtig genial gewesen, schon alleine, weil die einfach Budapest heißt. Die Pokémon Go-Spieler unter euch werden sich auskennen, werden sich jetzt freuen. Budapest, Budapest Beste. Jetzt aber mal Rom abchecken, was in Rom so abgeht. Ne? Koordinaten der Pizza stehen unten in der Beschreibung. Nicht? Da könnt ihr die auch mal abchecken. Was ich an diesen Pizzen halt so richtig dumm finde, du packst sie in den Ofen, die ist knüppelheiß, du packst sie raus, sie ist immer noch knüppelheiß und 5 Sekunden später ist sie einfach kalt, komplett kalt. Diese Big Pizzas, die sind innen drin, weiß ich nicht, die sind fluffig und hoch, aber die werden innerhalb von einer Minute immer komplett kalt und dann ist es einfach nur noch labbrig und komisch. Die müsste auf jeden Fall wenigstens ein bisschen Schärfe mitbringen durch die Peperoni-Salami, die man eigentlich kaum erkennt oder kaum sieht. Keine Ahnung. Ich zeige euch die nochmal so, wie die so aussieht. Ich sehe eigentlich nur Tomaten und Käse und hier ein bisschen Schimmel. Vielleicht ist es auch die Basilsoße. Also, keine Ahnung, irgendwie ein Rattenvergiftungsmittel. Hier drunter, da liegt eine Scheibe Peperoni-Salami. Seht ihr die richtig groß? Die hauen wir jetzt mal rein. Big City Pizza, also so rum eigentlich. Rom, und gucken mal, wie die schmeckt. So, da sind wir wieder. Und genau das Problem, was ich meine, ist wieder mal eingetroffen. Ihr guckt euch die mal an. Sieht die etwa gut aus? Ja, nein, vielleicht. Im Video sieht man es bestimmt nicht so. Der Käse, der sieht aus wie frisch aufgetaut, während der Rand schon beginnt richtig schwarz zu werden unten. Ich habe schon extra aufs mittlere Rost gelegt, mitten in den Ofen geschoben. Und die Pizza sieht aus nach dem Motto, nee, ich muss noch, ich bin kalt, lass mich in Ruhe. Aber der Ofen sagt, nimm die raus, sonst wirst du es bereuen. Also, was muss man machen? Man nimmt die natürlich raus, man schneidet die. Die ist jetzt außen heiß und innen kalt, so wie es aussieht. Aber es geht ja um den Geschmack, wieso nicht? Ich habe ja auch schon mal eine kalte Pizza gegessen, die nach innen gefroren war. Schreibt es mal in die Kommentare, schreibt es mal in die Promenade, genau. Was ist das denn? Wir beißen da jetzt mal rein, mal gucken, vielleicht schmeckt es ja trotzdem echt. Wagner, ich brauche unbedingt einen anderen Ofen. Vielleicht für 1000 Euro hätte ich mir einen Ofen kaufen können.
Alles, der ist ja eh eingebaut, das geht ja nicht. Und dann kommen die wieder und dann bohren sie wieder da ein Loch in die Wand und dann tun sie wieder das Kabel anbohren und dann ist der ganze Strom weg und alles ist tot und dann will sie wieder keiner gewesen sein. Habe ich alles schon hinter mir gehabt. Das also jetzt die Big City Pizza von Wagner, inspired by Rom, mit Basilsoße, wo ich immer noch nicht weiß, was Basilsoße sein soll. Riecht auf jeden Fall einfach wie eine Margarita. Mhm. Mit halt Salami drauf, trotzdem Mozzarella, Tomaten, Basilsoße, Pepperoni-Salami, Pecoroni-Cheese. Ich weiß gar nicht mehr, was auf der Budapester war, aber ich dachte, auf der Budapester war da auch Pepperoni-Salami drauf. Ich glaube, auf der Sydney ist auch Pepperoni-Salami drauf. Die machen einfach Big Pepperoni City Pizza mit verschiedenen Gemüsesorten drumherum, weil an sich ist alles immer Pepperoni. Hat auf jeden Fall einen richtig aufdringlichen Käsegeschmack. Was natürlich nicht der Mozzarella ist, sondern was anderes. Ja, es ist sehr latschig, es ist sehr kalt, aber irgendwie ist es auch ein bisschen warm und irgendwie ist es voll knusprig und fluffig, also der Boden ist perfekt, so wie der gerade ist, während trotzdem der ganze Inhalt der Pizza einfach noch, gern noch ein bisschen geblieben wäre. Mal gucken, wie es hinten aussieht. Aber hinten ist optimal. Da hinten besteht es ja eh nur aus Rand und nicht aus anderen Sachen. Mensch, Adi, ich habe dich gerade gefüttert, du hast gerade gegessen. Ja, Adi, der hat immer so viel Hunger. Der ist wie ich. Also von Schärfe merke ich an sich nichts. Ich würde jetzt an sich keinen großen Unterschied erkennen zwischen normaler Salami und Pepperoni-Salami. Und das gibt sich nicht so viel. Außerdem geht die Salami eh unter, ist hauchdünn da drauf. Merkt man nicht. Hat auf jeden Fall eine extrem tomatige Note. Ihr seht, da ist auch viel rot und viel käsig drauf. Ist aber ganz annehmbar, kann man ruhig mal essen. Leider weiß ich auch nicht mehr, wie die Budapest-Pizza geschmeckt hat. Die Sydney haben wir auch noch vor uns. Boah. Eigentlich müsste ich die alle drei direkt hintereinander essen, damit ich überhaupt einen Vergleich habe und dann einfach so tun, als wären das drei verschiedene Tage, damit keiner weiß, dass ich so viel esse, aber ja. Also kann man ruhig kaufen, kann man ruhig nochmal kaufen. Wenn ihr zu Freunden geht, kauft die, nehmt die mit, dass die in ihren Ofen warm machen. Dann schmeckt die bestimmt nochmal eine Nummer besser, als wenn die jetzt so halb warm, halb kalt ist. Ansonsten habt ihr auch schon mal die Big City Pizza Rom probiert oder kennt ihr die Budapest-Variante? Welche Big City Pizzas habt ihr noch gesehen und getestet? Welches ist eure Lieblings-Big City Pizza von Wagner? Und habt ihr dieses komische Gladiatoren-Spiel ausprobiert, wenn das ein Spiel ist? Oder halt einfach nur, das ist ein... Toll. Es ist einfach nur ein Face-Filter, ja? Also es ist eigentlich komplett egal, lass das, ja, das, ja. Deswegen ist es ja auch für Instagram oder die Facebook-App. Ihr habt dann einfach einen komischen Gladiatorenhelm im Gesicht, ne? Bin ich jetzt kein Fan von, also vergesst das, kauft die nicht, kauft euch lieber Rewe Edelsalami, dann passt das auch. Das war's aber von meiner Seite aus. Wie Spaghetti mit Tomatensoße. Und mehr Geschmack ist da gar nicht da. Großartig. Aber Spaghetti mit Tomatensoße schmeckt ja eh jedem. Also, wer Spaghetti mit Tomatensoße mag, kauft euch ruhig die Rom-Pizza. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses mit Big City Pizza.